Das Märchen vom fröhlichen König. Es war einmal ein fröhlicher König. Er wohnte mit seiner Königin und seiner schönen Tochter in einem herrlichen Schloss, das mitten in einem großen Garten stand. Da gab es zierliche Beete und bunte Blumen, und rings an den Wegen standen Eiben und Buchsbäume, die zu allerlei lustigen Figuren zurechtgestutzt waren. Auch war mitten im Garten ein Springbrunnen, in dessen Becken steinerne Zwerge saßen, die sehr komisch aussahen. Man nannte ihn den Brunnen der Fröhlichkeit, denn wenn das Wasser aus der Höhe auf die Steinfiguren herunterplätscherte, klang es, als ob in jedem Winkel des Gartens jemand lachte. Der fröhliche König lebte glücklich und vergnügt in seinem Schloss, bis eines Tages eine Sippe böser Riesen aus dem Wald herunterstapfte und in den Garten einbrach. Diese Riesen konnte man ansehen, dass sie ihr Leben lang noch nie gelacht hatten. Sie machten so grimmige Gesichter, dass alle im Schloss Hals über Kopf davonrannten, auch der König mit seiner Königin und der schönen Tochter. Sie liefen so schnell sie konnten auf die andere Seite des Tals, wo sie ein Bauer aufnahm, der oben auf der Höhe seinen Hof hatte. Hier saß nun der König, der gar nicht mehr fröhlich war, den lieben langen Tag auf der Hofmauer und schaute hinüber zu seinem Schloss, in dem jetzt die Riesen hausten. Sie trotteten quer durch die schönen Gärten, zertrampelten dabei die zierlichen Blumenbeete und rissen im Vorbeigehen die beschnittenen Büsche aus, um sich damit am Kopf zu kratzen. Einer nahm gar ein Bad im Brunnen der Fröhlichkeit und brach dabei das Spitzrohr des Springbrunnens ab, so daß die Fontäne versiegte und nicht mehr plätschern konnte. All das sah der König und wurde sehr traurig, als ihm klar wurde, dass diese Riesen nicht mehr weiterziehen wollten, sondern sich im Schloss häuslich einrichteten, wobei sie die Stühle, die für ihre dicken Hintern zu klein waren, einfach aus dem Fenster warfen. Da beschloss der König, etwas zu unternehmen. Er sandte Boten aus und ließ die Ritter seines Reichs zum Kampf gegen die Riesen herbeirufen. Nach ein paar Tagen kamen sie in schwerer Rüstung auf ihren Gäulen angetrabt, grimmige, in Eisen gepanzerte Gesellen, die mit ihren Schwertern rasselten. Ich danke euch, dass ihr mir zu Hilfe gekommen seid, sagte der König. Nun vertreibt mir diese ungeschlachteten Riesen, und wer den stärksten von ihnen besiegt, der soll meine Tochter zur Frau bekommen. Da galoppierten die Ritter quer durch das Tal hinauf zum Schloss, stießen grimmige Schreie aus, schwangen ihre Schwerter und wollten die Riesen angreifen. Aber der stärkste der Riesen langte nur mit seinem dicken Arm aus dem Fenster heraus, pflückte die Ritter der Reihe nach wie Haselnüsse aus dem Sattel und warf sie hinunter in den Bach, der durch das Tal floss. Dort rappelten sie sich nach einiger Zeit mühsam wieder auf und hinkten auf den Bauernhof zu ihrem König, um ihm zu sagen, dass gegen diese Riesen mit dem Schwert nichts auszurichten sei. Wenn nicht mit dem Schwert, dann mit Zauberei, sagte der König und schickte wieder Boten aus, die alle Zauberer seines Landes herbeiriefen. Nach ein paar Tagen nahte ein langer Zug von Maultieren, die jeweils zu zwei eine Sänfte zwischen sich trugen, und in jeder Sänfte saß ein Zauberer. Als sie vor dem König kamen, stiegen sie aus, ordneten ihre langen Gewänder, machten ernste, bedeutende Gesichter und fragten den König nach seinen Wünschen. Ihr sollt mir die Riesen aus meinem Schloss vertreiben, sagte der König, denn meine Ritter sind ihnen nicht gewachsen. Wer von euch das fertig bringt, der soll meine schöne Tochter zur Frau haben. Da zogen die Zauberer hinüber zum Schloss, der erste trat vor, zeichnete einen Zauberkreis auf dem Boden, stellte sich hinein und begann seine Zaubersprüche aufzusagen. Im Fenster des Schlosses aber stand der stärkste der Riesen, blähte seine Backen auf
und pustete den Zauberer in die Luft, dass er auf einen langen Gewändern davonflog wie ein flügellahmer Rabe, bis er in der Krone eines Baumes hängen blieb. Und so ging es jedem, der vor dem Schloss seinen Kreis auf dem Boden zeichnete. Schließlich kletterte der letzte der Zauberer von dem Baum, auf dem er gelandet war. Die anderen hatten höflich auf ihn gewartet und dann zogen sie gemeinsam zurück zum König. Sie machten noch immer ernste, bedeutende Gesichter, als sie dem König sagen mussten, dass ihre Kunst gegen diese Riesen nichts auszurichten vermochte. Da wurde der König noch trauriger, denn er hatte keine Hoffnung mehr, sein Schloss und den Brunnen der Fröhlichkeit wiederzugewinnen. So saß er eines Tages wieder auf der Hofmauer und blickte weinend zum Schloss hinüber, wo die Riesen einander gerade die goldenen Kugeln an den Kopf warfen, die sie von den Turmspitzen abgebrochen hatten. Da kam ein junger Bursche des Wegs und fragte ihn, warum er weine. »Schau dort hinüber«, sagte der König, »dann weißt du's. Die Riesen haben mir mein schönes Schloss weggenommen und den Brunnen der Fröhlichkeit verstopft, und keiner ist imstande, sie zu vertreiben.« »Wirklich keiner?«, fragte der Bursche, »dass ich nicht lache.« Und er lachte so laut, dass die Riesen drüben auf der anderen Seite des Tals stehen blieben und herüberschauten. »Wie kannst du so lachen, wo ich so traurig sein muss?«, fragte der König erbittert. »Was meine Ritter und meine Zauberer nicht geschafft haben, wirst auch du nicht schaffen.« »Das kommt auf den Versuch an«, sagte der Bursche. »Was gibst du mir, wenn ich die Riesen wegjage?« »Ich habe versprochen, dem meine Tochter zur Frau zu geben, der das fertigbringt«, sagte der König. »Aber ich kann mir nicht denken, wie du das anstellen willst.« »Du wirst schon sehen«, sagte der Bursche. »Ich muss jedoch dich und deine Leute bitten, alles zu tun, was ich euch sage.« »Von mir aus«, sagte der König, mit wenig Hoffnung. »Was sollen wir also tun?« »Seid fröhlich«, sagte der Bursche. »So fröhlich, wie ihr nur sein könnt, lacht und singt und tanzt, dass man es durch das ganze Tal hören kann.« »Du verlangst viel von mir«, sagte der König, aber da er nichts unversucht lassen wollte, befahl er der Königin und seiner Tochter und allen, die mit ihm im Schloss gewohnt hatten, sogar den Bauern und seinen Leuten zu lachen, zu singen und zu tanzen. Und er selbst sprang allen voran, lachte am lautesten, sang am fröhlichsten und tanzte am verwegesten. Zunächst musste er sich dazu zwingen, doch nach und nach merkte er, wie die Traurigkeit aus seinem Herzen verschwand. Und so machte es ihm schließlich Vergnügen, so fröhlich zu sein, wie zu der Zeit, als er noch in dem Schloss gewohnt hatte. Als sie den ganzen Tag lang gelacht, gesungen und getanzt hatten, sagte der Bursche zum König, »Nun schau einmal hinüber zu deinem Schloss.« Da ließ der König für einen Augenblick das Lachen, Singen, Tanzen sein und blickte hinüber auf die andere Talseite. Noch immer trampelten dort die Riesen durch den Garten, aber es kam ihm so vor, als seien sie beträchtlich kleiner geworden. »Das müssen wir uns aus der Nähe ansehen«, rief der König und tanzte lachend und singend mit all seinen Leuten ins Tal hinunter bis zum Bach. Ehe er hinübersprang, schaute er noch einmal zum Schloss hinauf und da sahen die Riesen schon wieder ein bisschen kleiner aus. Ja, sie schienen schon fast die Größe normaler Leute zu haben. Da sprang der König über den Bach und alle ihm nach. Lachend und singend tanzten sie den Hang hinauf zum Schlosspark. Dort lugten sie vorsichtig über die Mauer und da rannten lauter kleine Riesen im Garten umher, die schon beinahe aussahen wie die komischen Zwerge im Becken des Brunnens. Da mussten alle noch viel mehr lachen und mit jedem Lachen schrumpften die Riesen weiter und drängten sich ängstlich auf einen Haufen zusammen. Da kletterte der König mit seinen Leuten über die Mauer und lachte immer lauter über die komischen Männlein, die in seinem Garten standen.
Die lustige Gesellschaft lief hinüber zu dem ehemaligen Riesen und fand eine Handvoll grämlicher Zwerge, die sich unter den Büschen, die noch übrig geblieben waren, verstecken wollten. Hier geblieben, donnerte der König zwischen zwei Lachsalven. Und dann sagte er zu seiner Tochter, sie solle im Schloss Kehrschaufel und Handbesen holen und das Gelichter zusammenfegen. Sie rannte ins Haus und als sie wiederkam, waren die grämlichen Zwerge schon so winzig, dass man sie kaum von den Marienkäfern auf den Rosenblättern unterscheiden konnte. Das sah so lustig aus, dass alle noch viel mehr lachen mussten. Und als die Königstochter alle zusammengefegt hatte, war auf der Kehrschaufel nichts weiter zu sehen als ein bisschen Staub, den der Wind davonblies. Da ließ der König Schloss und Garten in Ordnung bringen, und sobald der Brunnen der Fröhlichkeit wieder plätscherte, wurde Hochzeit gefeiert, denn dieser Bursche hatte seine Königstochter redlich verdient. Wenn aber später jemand im Schloss ein allzu ernstes Gesicht machte, sagte der König zu ihm, sei fröhlich und lach ein bisschen. Es könnte ja sein, dass unter deinen Fingernägeln ein böser Riese sitzt und wieder anfängt zu wachsen.